Viele kennen sie, einige lieben sie, einige hassen sie. Nein, nicht die Heizkörper, sondern das Thermostat, was da dran ist. Oder der Thermostat, sagt man ja. Ja, die Preise steigen ja gerade, ne? Ich denke mal, jeder hat es mitgekriegt. Und da ist so ein Thermostat natürlich immer so eine Sache, ne? Jetzt ist ja gerade wieder die elektronischen Dinger da in aller Munde, die dann also quasi dann einen Halbleiter-Temperaturfühler haben und mit dem Motor das Ventil drehen. Hatte ich auch mal, bin ich nicht so überzeugt. Kann man im Laufe des Videos dann nochmal ein paar Sätze drüber fallen lassen. Mein Plan ist jetzt erstmal, das klassische Thermostat herzunehmen, so wie es da ist, quasi mit seinem Hydraulikzylinder da drin und der Flüssigkeit, die auf den Kolben drückt, und das einfach zu motorisieren, dass man das aus der Ferne bedienen kann und nicht davor stehen muss, um dran drehen zu können. Also gucken wir uns auch mal an, wie wir das hinkriegen. Da stellt sich natürlich als erstes erstmal die Frage, wie kriegt man denn überhaupt eine mechanische Verbindung zu dem sich drehenden Teil am Thermostat? Und das hier nochmal im kleinen Bild sieht. Ich habe ja außen diese Riffelung quasi, also so diese Schlitze, wo die Luft durchsteigt, also durch die Konvektion, wo das Thermostat dann die Temperatur annimmt. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Angriffspunkt, an den man rangehen kann. Deswegen habe ich mir im ersten Moment erstmal gedacht, ich designe mir mal hier so einen Zahnkranz, der dann quasi über das Thermostat passt und hier so ein paar Mitnehmer hat. Das dann nochmal einblenden. Da passt denn hier drauf? Auf diese Schlitze, dann kann man das da drüber stecken mit den vier Mitnehmern. Und dann sitzt das hier hinten so ein Stück auf dieser Skala drauf. Stört ja jetzt nicht so sehr, weil die Skala ist ja hier vorne nochmal. Und ja, ne, dann hat man hier eine ganz gute Zahnfläche, sage ich mal, die man dann angreifen kann mit einem Motor zum Beispiel. Das war so das erste Teil, was ich mir gedacht habe. Also kam das auch als erstes erstmal auf den Drucker, um erstmal zu gucken, ob man das halbwegs robust und brauchbar hergestellt kriegt und an dem Thermostat auch anbringen kann. Drucken tut's in transparentem PETG. Ich dachte mir, das fällt am wenigsten auf dem Ventil oder auf dem Kunststoff. So optisch gesehen jetzt. Und die Rolle war auch fast leer, also dachte ich mir, ja, kann man das mal hernehmen. Naja, an dieser Stelle ist es jetzt auf. Hat auch ganz gut gepasst, war kein großes Problem. Geht sauber drauf, aber sitzt auch schön fest. Man muss es also nicht noch kleben oder solche Scherze. Also man hat erstmal nichts nachhaltig verändert. Also man kann es einfach wieder abziehen und hat wieder die Standardfunktion. Macht erstmal keine Probleme. Dann gibt es aber noch eine andere Eigenschaft bei so einem Thermostat. Und zwar, wenn man daran dreht. Da ist ja ein Gewinde drin, weil das ja natürlich, dieser Zylinder drückt ja gegen die Feder, die da drin ist. Und je nachdem, wie lang der dann rausfahren muss, um das Ventil zu schließen, desto wärmer ist es ja. Ich habe das auch mal in einem kurzen Video gemacht. Also wenn man das aufdreht, dann kommt das ja raus um ein paar Millimeter. Weil das ja natürlich dann entsprechend, dass der einen weiteren Weg hat, der Kolben. Das ist natürlich dann ein Problem für das Getriebe. Das sehen wir aber dann noch. Das ist jetzt erstmal der Motor, den ich mir rausgesucht habe. Das ist ein Getriebemotor, einen kleinen Gleichstrommotor hinten dran. Der macht 20 Umdrehungen pro Minute, wie man da sieht, auf dem Typenschild. Und das war erstmal so ein Schuss ins Blaue. Dachte ich mir erstmal, da kann man mal mit anfangen. Und kann man mal gucken, wie braucht man denn überhaupt Drehmoment und wie ist denn das, wenn das Thermostat ein halbes Jahr lang stillgestanden hat, dass so ein Losbrechmoment dadurch entsteht. All solche Sachen, die man jetzt erstmal ausprobieren kann. Die Jahreszeit ist ja auch gerade ganz gut, es hat lange keiner an Thermostaten gedreht. Also kann man da jetzt erstmal gucken, wie man damit hinkommt, dass das auch halbwegs zuverlässig funktioniert. Und dass der Motor von der Kraft ausreicht und dass aber die Drehgeschwindigkeit auch halbwegs in Ordnung ist. Ne? Beziehungsweise die Drehgeschwindigkeit ist eigentlich fast egal, weil das kann ja auch von mir aus eine Minute brauchen, bis das auf ist. Ne? Das stört ja in dem Moment nicht. Da ist ja eh nicht viel Verfahrweg, sage ich mal, den man da braucht. Aber ja, das ist jedenfalls erstmal so die erste Motoridee und da gucken wir jetzt mal, dass wir den irgendwie dran gebastelt kriegen. Habe ich mir als erstes erstmal das Ganze in CAD erstellt, wie man hier sieht. Also den Motor mal so grob, ganz grob angedeutet mit den Außendimensionen, dass man mal so gucken kann, wie viel Platz hat man denn da und wie kommt man denn am Thermostat dran lang und auch in dem Ventil und dem Rohr und dem Heizkörper, ne? Dass man das alles mal so ein bisschen vorher abschätzen kann und nicht fünf Dimensionen im Kopf haben muss und alle gleichzeitig. Da habe ich nochmal Getriebeuntersetzung, also das heißt jetzt ein 18-Zähne-Ritzel, was ich mir für den Motor überlegt habe. Das ist jetzt erstmal nur angedeutet in diesem Fall. Zusammen mit dem Motor, wie das da eingreift. Da habe ich mir erstmal eine Version dann noch von gezeichnet. Der Motor hat hier letzten Endes dann noch so ein Loch, wo man einen Stift reinstecken kann für eine Mitnahme quasi, dass das Ritzel dann nicht durchrutscht auf der Welle. Hier vorne ist noch so ein M4er-Gewinde in der Motorwelle drin, wo man halt mit einer Schraube das Ganze noch sichern kann. Das sind alles so Details, aber das sehen wir dann in der Praxis. Da druckt erstmal meine erste Ritzelversion, die ich davon gezeichnet habe, um das Ganze dann mal auszuprobieren.
Und wenn das soweit fertig ist, dann kommen wir zu der nächsten Eigenheit, die wir klären müssen. Und zwar, man braucht jetzt irgendwie einen Fixpunkt. Man will ja einen Drehmoment auf den drehenden Teilen am Thermostat übertragen. Und dafür braucht man ja natürlich noch einen Punkt, der die Kraft auffängt. Habe ich mir das Ganze mal hier angeguckt und man hat hier hinten so eine lustige Nische mit noch so einem Kunststoffring. Ich gehe mal davon aus, dieser Kunststoffring, das ist einfach nur eine Art Hitzeschild, was nach hinten nochmal so ein bisschen das warme Ventil abschirmen soll, dass die Strahlungswärme hier nicht direkt in den Thermostaten reingeht und dann die Temperatureinstellung beeinflusst. Aber das Ganze hier bietet sich an, weil das sind relativ genau 4 mm Spalt. Und 4 mm ist erstmal kein schönes Maß. Das heißt also, man kann hier zwischengehen, um da mal ein bisschen was einzubauen sozusagen. Dann habe ich mir in der ersten schnellen Version erstmal ein 4 mm Blech hergenommen und das ein bisschen ausgearbeitet, dass man das von der Seite hier über diesen Thermostaten, über diesen Schlitz drüber stecken kann und hier unten noch eine Aussparung gemacht, wo ich den Motor einschrauben kann. In der Position, ein bisschen kann man ja noch spielen, die Löcher sind 4 mm, die Schrauben sind M3. Das heißt, ich habe noch so einen halben Millimeter Luft, mit dem ich den Ritzel hier noch ein bisschen verschieben kann, um mal die genaue Position dann ein bisschen zu bestimmen. Das war erstmal so die erste Idee. Hauptsächlich ging es bei dem Ganzen erstmal darum, um zu gucken, wie das mit dem Drehmoment aussieht. Ne? Das habe ich dann erstmal angebaut. Steckt man also drüber erstmal. Ist natürlich jetzt noch nicht groß fest. Aber reicht das mal aus, um erstmal zu gucken, dass man hier das beide zusammengefügt hat. Dass man das Ganze mal unter Strom setzen kann, wie man hier sieht. Muss ich natürlich noch ein bisschen festhalten dabei. Und dann bestrome ich erstmal den Motor. Und dann dreht sich das eigentlich schon ganz ordentlich. Ne? Also das ist nicht hakelig. Das dreht sich schön sauber. Läuft dann einmal durch. Läuft dann halt auch genauso gut wieder zurück. Also das geht tatsächlich ganz gut. Man sieht jetzt am Ende, wenn er auf Block läuft, dann drückt er das Ganze ein bisschen raus. Das ist ja in diesem Fall aber erstmal nicht schlimm. Ich habe das auch mal ausprobiert. Also der Kurzschlussstrom bzw. der Blockierstrom des Motors, der liegt bei 100 mA. Wenn man da jetzt mal mit 9 Volt Betriebsspannung beigeht, dann sind das wie gesagt knappe 100 mA und das ist völlig in Ordnung. Also da, ne, das zerstört den Motor nicht gleich und das ist vom Drehmoment auch noch erträglich. Also er macht nicht sein eigenes Getriebe kaputt und er macht auch hier am Thermostat in dem Getriebe nichts kaputt. Also man kann ihn durchaus im Sekundenbereich auf Block laufen lassen in beide Richtungen, vorausgesetzt nachher der Halter ist vernünftig fest, dann geht das schon. Also da geht nicht gleich was kaputt. Um die Drehung trotzdem ein bisschen aufzunehmen, brauchst jetzt natürlich noch eine Art Initiator oder ähnliches. Da habe ich mir so einen Endschalter hier mal rausgesucht. Das war ein Ersatzteil, der war bei meinem 3D-Drucker bei. Den habe ich mir erstmal hergenommen dafür, weil ich möchte natürlich irgendwo auch ein bisschen Schritte zählen, sage ich mal, ne? Die der Motor in der Umdrehung macht. Weil, ja, man kann das natürlich auch zeitgesteuert machen, aber das ist mir ein bisschen ungenau, ehrlich gesagt, ne? Und dann läuft es mal ein bisschen schwerer oder ein bisschen leichter. Ne? Deswegen, also wenn man da halbwegs ein bisschen, sage ich mal, Schritte generiert oder so in der Umdrehung, dann halte ich das schon für ein bisschen sicherer. Na, man kann natürlich erstmal in Richtung zu auf Block fahren, wie ich gerade gesagt habe, und dann die Nullposition annehmen und von da aus kann man dann natürlich Schritte zählen, um dann zu gucken, bei welcher Position man ungefähr steht. Wie man hier sieht, also dieser Hebel von diesem Endschalter, der passt relativ gut in das Modul 1 Zahnrad rein, was ich da gedruckt habe und da kann man eigentlich sehr gut mit arbeiten jetzt in dem Moment. Na, also beide Drehrichtungen sind hier ganz gut durch diese Wölbung, die hier an dem Aufnahmehebel da dran ist. Das heißt also, man kann in beide Richtungen fahren und der Hebel wird sauber bedient. Das ist ja ein relativ glatter Edelstahl hier. Das heißt also, da wird auch kein Verschleiß groß auftreten. Es ist jetzt nicht so, dass der gleich Späne macht, wenn der mal 2 Umdrehungen fährt. Also das ist schon ganz okay. Also da verspreche ich mir erstmal von, dass das funktioniert. Hier sieht man nochmal ein bisschen die Teilung. Also das ist jetzt nochmal eine Version eines Zahnkranzes, die ich gedruckt hatte. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen schlecht auf dem Foto zu erkennen, weil das hat Parallaxefehler logischerweise. Man guckt hier jetzt auf die 3 drauf und hier sieht man einen Zahn. Man muss sich jetzt vorstellen, dass ich immer pro Teilstrich, den ich hier auf dem Ventil habe, also auf der Skala, dass ich pro Teilstrich immer 2 Zähne habe ungefähr. Also das passt nicht ganz. Wenn man jetzt hier 2 Zahlen weiterguckt irgendwann, dann läuft das ein bisschen raus. Aber für den Großteil der Umdrehung kann man annehmen, dass ich hier 2 Zähne pro Teilstrich habe. Wenn ich einen Teilstrich beim Thermostaten ungefähr als 1 Grad annehme, dann kann ich schon sagen, dass ich über den Endschalter in dem Abstand der Zähne hier jetzt durchaus eine Auflösung von 0,1, also von 0,5 Grad hinkriege. Also ein halbes Grad. Das heißt also 2 Ticker für 1 Grad sozusagen. Das ist natürlich jetzt hier auch ein bisschen ein Schätzeisen und Thermostaten. Da kann man natürlich nicht genau drauf verlassen, dass das passt.
Aber das ist ungefähr die Größenordnung, in der ich mich bewege. Und ich würde mal sagen, das passt. Also so vorgegaukelte Genauigkeit mit einem Zehntel Grad und sowas, das muss ich eh nicht unbedingt haben, weil das ist am Ende eh nur eine Wünschelrute und nichts Ernsthaftes. Deswegen, also wenn man eine Raumtemperatur auf ein halbes Grad genau einstellen kann, eigentlich auf ein Grad genau, dann ist das schon in Ordnung. Also wenn es dann am Ende auch wirklich ungefähr hinkommt, dann passt das schon. Dann braucht man da keine irrwitzigen Genauigkeiten, die am Ende eh nicht eingehalten werden können, weil der Raum an jeder Ecke sowieso eine andere Temperatur hat. Deswegen denke ich mal, dass ich damit auf einem ausreichend guten Weg bin, dass man das Ganze so weiterverfolgen kann. Da der Halter aus Aluminium ja so relativ schlecht zu vervielfältigen ist und da ja auch noch ein bisschen mehr dran muss als nur so ein Blech, muss das Ganze jetzt natürlich immer eine andere Form. Da bietet sich natürlich anders zu drucken, ist ja klar. Dann habe ich erstmal geguckt, eine erste Version erstmal gemacht und da war ich wohl ein bisschen geistig umnachtet oder so, weil ich habe dann einfach das Blech genommen und das mal gezeichnet und dann gedruckt. Ja, und die Festigkeit von so einem Druckteil, die ist dann natürlich enorm schlecht. Das heißt also, da springt natürlich das Getriebe über. Und das hält natürlich nicht. Also weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, jedenfalls nicht so viel. Dann habe ich das nochmal ein bisschen angepasst, habe dann nochmal eine zweite Version gedruckt. Die hat dann zumindest schon mal eine hohe Kante gehabt, wo das Ganze schon mal ein bisschen Stabilität gewonnen hat, ne, wie man hier sieht. Habe ich also noch ein bisschen nach oben wachsen lassen und vorne so eine Zange angebaut, wo man dann eine Schraube durchziehen kann oder eine Gewindestange und das Ganze ein bisschen klemmen kann, habe ich mir so gedacht, dass das dann vielleicht ausreichen würde. Das Ganze habe ich dann da auch schon mal angebaut, habe dann auch schon mal wieder Motor mit Ritzel und Endschalter und allem positioniert und da konnte man zumindest schon mal sehen, dass das so mit dem Endschalter ganz gut hinhaut und dass das alles auch halbwegs brauchbar ist an der Stelle. Na, aber das mit dem Klemmen hat immer noch nicht vernünftig gehalten, da muss man die Schraube anknallen, wie bekloppt, dass schon halb das Teil abbricht und das ist natürlich auf Dauer dann auch nicht stabil, weil ich meine, wenn man so ein Druckteil, den Kunststoff, wenn man den unter Spannung setzt, also jetzt mechanischer Spannung, dann arbeitet er sich irgendwann weg, dann nimmt er ja die Form an. Das fließt ja so ein bisschen, würde ich es mal nennen. Na, und dann funktioniert das natürlich nicht. Und ja, deswegen konnte ich das auch irgendwie so ein bisschen verwerfen dann letzten Endes als Dauerlösung. Dann habe ich mir nochmal ein bisschen Ruhe gegönnt und habe mir das Ganze nochmal genau angeguckt. Und dann habe ich auch mal so überlegt, was man wirklich machen könnte und mal ein bisschen ins Detail gegangen. Und man sieht ja, dass dieser Korb hier hinten, sage ich mal, wo diese Überwurfmutter drauf ist, dass der so ein bisschen mehr geteilt ist hier. Das sind ja so sechs einzelne Elemente. Und diese Trennschlitze hier, diese Nuten dazwischen, die gehen ja sogar bis in den Schlitz rein hier vorne. Hier hat man ja noch so leicht, sieht man jetzt auf dem Foto hier nicht so ganz optimal. Aber jedenfalls gehen die so weit runter, dass man hier sogar noch angreifen kann. Das heißt also, wenn man sich jetzt ein Teil designt, was hier so ein bisschen mit in diese Nuten eingreift, dann hätte man schon mal so ein bisschen einen Formschluss. Das wäre dann natürlich schon mal deutlich besser von der Kraftübertragung her, als nur eine Klemmwirkung da drin. Dann habe ich nochmal ein bisschen ans Zeichenbrett gesetzt und habe das Ganze versucht, nochmal so ein bisschen in einer Version 3 hinzukriegen. Das Ganze sieht dann letzten Endes irgendwie so aus. Also es gibt hier so eine Grundform. Die ist hier mit 4 mm aufgedickt an beiden Seiten nochmal, so Stege ringsrum, die das Ganze stabil machen, also die der ganzen Formstabilität geben. Dann gibt es diese Klemmen jetzt auf beiden Seiten. Man kann also einmal hier eine Dreiermutter reinstecken und einmal da. Und hier oben die Bohrungen, die habe ich jetzt nicht durchgezeichnet. Die bohre ich dann nachher auf, weil würde ja nicht gehen, druckt ja sonst ins Freie. Und hier Stützmaterial reinbringen, das kriegt man ja nie wieder vernünftig raus. Deswegen drucke ich das einfach erstmal voll und bohre den hier nochmal kurz durch. Das ist dann in Summe die einfachste Möglichkeit bei sowas, also finde ich. Und hier oben kommt dann ein Klemmbügel drauf. Der sieht dann also so aus. Da kann man dann hier Schrauben durchdrehen und zieht das Ganze runter. Diese beiden Nupsis, die man hier unten sieht, die sind ganz praktisch, weil die greifen dann in diese Nuten, die wir uns eben angeguckt haben. Und die bringen dann hier so ein bisschen den Formschluss, dass ich das Ganze nicht mehr verdrehen kann. Weil es wirkt ja eine Kraft in diese Drehrichtung nach rechts und links hier, ne? Durch den Motor, der auf dem Ritzel dann arbeitet, auf dem Zahnkranz, das auch ein Thermostat ist. Hier oben die Klammer hat auch nochmal so zwei Blöcke hier, sage ich mal, die sich so drucken lassen, weil die von unten angeschrägt sind, wie man hier sieht. Und die greifen auf den Zeiger, der oben auf dem Thermostat drauf ist. Das sieht man dann nachher, wenn es montiert ist, nochmal. Naja, also die sorgen dann dafür, dass die Klammer oben auch nochmal einen Formschluss hat. Und dann sollte das Ganze schon ausreichend stabil werden. Das habe ich dann erstmal roh gedruckt, also ohne diese Gehäuseteile hier vorne und hinten dran und habe mir das dann nochmal ausprobiert, wie sich das dann letzten Endes so macht. Das drucke ich dann auch nochmal aus in weiß. Das ist jetzt stehend und nicht mehr liegend wie die anderen Teile vorher. Es baut sich dann halt so hoch mit den Löchern, geht das ganz gut. Und dann hat das rechts und links, wie erwähnt, schon diese Stege erstmal nur und in der Mitte die Platte, wo man die ganzen Teile anschrauben kann.
Hier sieht man nochmal die Löcher oben, was ich erwähnt hatte, bohre ich dann durch. Und die Gewinde schneide ich dann nochmal gleich unter der Bohrmaschine eingespannt, den Gewindebohrer und von Hand gedreht, dass es halt schön winklig ist alles, dass die Schrauben dann auch gerade reingehen und nicht schräg aufliegen. Ja, ne, und dann gibt es dann noch die Klammer dazu, die wir uns auch angeguckt hatten. Die drücke ich dann auch nochmal so. Die baut sich dann auch hoch. Das geht auch halbwegs vernünftig, wenn man da ein bisschen Kühlung einstellt. Kann man noch ein bisschen nacharbeiten und dann funktioniert das auch. Ja, und sieht das Ganze dann fertig aus. Den Motor mal eingeschraubt und hier unten den Endschalter dran. Hier oben diese erwähnten Nasen. Dann kann man hier die Muttern reinstecken, rechts und links, und hat dann von oben die beiden Schrauben und kann das Ganze dann klemmen damit. Ja, und dann sollte das auf dem Thermostat schon mal ganz gut halten. Hier das Ganze dann noch einmal angebaut in der letzten Version. Sieht man nochmal hier außen die Klemmen mit den Schrauben, die hier rübergreifen. Und hier oben dann die beiden Blöcke, die in dem besagten Zeiger das Ganze halten. Und dann ist das wirklich schon stabil. Also so, das wird man noch ganz leicht anziehen hier, dass das gerade so zusammen ist, auch vor dem Schluss, wie gesagt. Und dann hält das, ne? Also da ist da keine große Belastung mehr drauf, auf dem Ganzen an sich durch die Schrauben. Das hält schon quasi von alleine, wenn man es zusammensteckt. Und so hatte ich es mir eigentlich auch so ein bisschen gedacht und gewünscht letzten Endes. Na, also da bin ich jetzt auch zuversichtlich, dass das auch länger hält. Und auch wenn es mal ein bisschen warm wird hier durch den Heizkörper selbst, dass das Ganze dann trotzdem noch ausreichend stabil ist. Das ist immer ein WTG, ne? Also ein bisschen was geht schon. So hoch ist meine Vorlauftemperatur da nicht mehr an der Stelle. Ja, also das ist jetzt so eine Version, wo ich sage, so kann man es dann endgültig mal lassen. Und kann damit dann tatsächlich auch weitermachen. Dann gab es noch ein paar andere Änderungen. Und zwar einmal habe ich den Motortyp nochmal geändert. Also der Motortyp an sich ist noch der gleiche, der TDY12. Aber ich bin auf einen 8 Umdrehungen pro Minute Motor runtergegangen von 20. Weil bei dem 20er hatte ich so ein bisschen die Eigenschaft, dass wenn er auf voller Betriebsspannung lief, dann lief er zwar gut und ausreichend stark, aber dann lief er halt auch schon ziemlich schnell. Also hat er schon ganz schön geklickert an dem Endschalter. Und ich sage mal so, es gibt ja auch eine gewisse Massenträgheit bei dem Ganzen. Und wenn man jetzt wirklich zahngenau das Ganze steuern will, dann war mir das von der Drehzahl schon ein bisschen zu schnell. Und dann habe ich mir gedacht, da kann man noch eine Nummer langsamer nehmen. Der hat dann auch noch mal deutlich mehr Drehmoment. Also, wenn man das hier mal so ausrechnet, wenn man vom gleichen Motor ausgeht, hat er das zweieinhalbfache Drehmoment, weil er nur ein zweieinhalb Till der Drehzahl hat, sozusagen. Und ja, das merkt man auch. Also, ich hatte den jetzt noch mal eingebaut und verwendet dann in der letzten Version. Und der zieht schon deutlich besser durch. Den kann man auch bei der halben Betriebsspannung laufen lassen. Dann läuft er wirklich in Zeitlupe und hat aber trotzdem schon ausreichend Drehmoment, dass er das Teil sicher dreht in jeder Lebenslage. Ne? Also das ist schon in Ordnung. Aber es ist halt trotzdem immer noch so, dass er auch Block laufen kann. Ne? Also der übt dann schon ein bisschen mehr Kraft aus, aber er nimmt dann halt nur noch den halben Strom auf. Ist auch ganz angenehm. Also wenn ihr jetzt bei 6 Volt betreibt als Beispiel und der läuft auf Block, dann hat er noch 50 Milliampere Stromaufnahme im Blockadefall dann sozusagen. Das heißt also, von der umgesetzten Leistung ist das Ganze nochmal geviertelt in dem Moment, aber es ist halt trotzdem locker ausreichend Kraft. Und dass er jetzt nur noch quasi durch zweieinhalb an Drehzahl hat, fällt auch letzten Endes nicht auf, weil er läuft halt immer noch locker ausreichend schnell genug. Ja, das ist so ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Dann hat er so diesen Winkel, den Drehwinkel des Thermostates einmal abgearbeitet und das reicht ja völlig aus. Also mehr braucht man da auch gar nicht. Dann hat sich der Endschalter-Typ nochmal geändert. Das hatte den ganz einfachen Hintergrund, dass ich diesen Typ hier nicht so gefunden habe, so einfach. Und ja, ne, also ich wollte den gerne als Ersatz lassen für meinen Drucker, falls tatsächlich mal was passiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach nochmal ein paar andere. Mal so ein 6er-Set rausgesucht und wie man sieht, ja gut, ich meine, der bestückte Schalter hier, der ist der gleiche. Da ist nur die Platine ein bisschen anders. Ne? Und jetzt könnte ich natürlich hergehen und den hier runterlöten und irgendwie anders festmachen. Aber ja, ich finde das mit der Platine schon ganz nett. Man hat hier den Dreier Löcher auch ein bisschen größeren Abstand, wo man die vernünftig mit festschrauben kann. Und das ist schon ganz nett. Also habe ich den einfach drauf gelassen. Ich habe dann einfach hier vorne einen Stecker runtergelötet, dass man hier direkt mit Litzen reingehen kann und den Schaltzustand abgreifen kann. Und dann bleibt er so auf der Platine. Das ist halt dann auch ganz in Ordnung. Muss ich dann final immer im Teil noch einmal die Bohrung anpassen von der Befestigung. Einmal hier von senkrecht auf waagerecht. Aber das ist ja dann auch nicht so wild. Und dann hat man was, wovon man ein bisschen was in der Schublade hat. Und dann kann man da auch mehrere draus bauen. Ja, dann noch einmal die finale Version gedruckt. Diesmal auch mit Gehäuse, was wir uns in der Zeichnung schon angeguckt haben. Das Ganze auch nochmal stehend. Vorne und hinten die Hälften. Bis oben hin mit der Zange. Dann da auch nochmal die Gewinde reingeschnitten. Und dann oben die Löcher aufgebohrt, wie gesagt. Und ja, dann da zum Schluss nochmal die Sachen eingeschraubt. Hier einmal den Endschalter nochmal in der Detailaufnahme. Und der Motor mit dem Ritzel da drin. Das hier ist ein bisschen schräg jetzt. Ne? Warum ist das so? Das ist einfach den Grund, weil wenn ich den Tasterhebel hier drücke, dann bin ich ja irgendwann
vom Winkel her ungünstig, sage ich mal. Also wenn ich das waagerecht hinstelle zum Ritzel jetzt, weil ich ja von beiden Seiten eine möglichst gleiche Anlaufflanke hier haben will auf diesen Nupsi hier in diesem Hebel. Und wenn ich das hier ein bisschen schräg stelle, wie man sieht, dann ist der Hebel halt waagerecht und dann quasi senkrecht zur Achse hier. Und das ist dann natürlich ganz angenehm, weil er von beiden Drehrichtungen aus dann den gleichen Angriffspunkt hat auf diesen Hebel. Und das arbeitet sich dann ganz gut. Also dann besteht nicht die Gefahr, dass er den irgendwie hier umklappt und dann verbiegt oder so. Ne? Das ist die Änderung, was ich mit schräg gemacht habe. Ansonsten fällt das ja nicht auf. Hier kommt noch ein Deckel drauf, dann am Ende, dann sieht man das ja eh nicht mehr. Hier nochmal ein bisschen Detailbild. Ich habe das mit Unterlegscheiben aufgefüttert von hinten. Ne? Weil hier sind ja Lötstellen von dem Schalter, der da durchgesteckt ist. Und dann habe ich das hier einfach mit 4-3er Unterlegscheiben ein bisschen aufgestapelt und ja, dann passt das da drunter. Dann muss man da nicht mehr viel tricksen oder noch irgendwas aufbauen oder so. Und das ist ja auch ausreichend. Naja, so diese 3er Gewinde in dem Kunststoff, die halten schon ein bisschen was. Ne? Also da kann man den Motor locker mit festziehen und da kann man auch den Schalter locker mit festziehen. Da bewegt sich dann nichts mehr. Das passt schon. Also das hält schon mehr, als man denkt. Und wenn es doch nicht halten sollte, hat man immer die Chance, noch auf der anderen Seite eine Mutter dran zu schrauben. Da bohrt man einfach durch und macht Schrauben ein bisschen länger. Macht eine Mutter gegen und dann hält es auf jeden Fall. Ne? Aber ich habe es jetzt erstmal so ausprobiert und es hält doch schon einiges. Also da kann man mit arbeiten. Dann hier nochmal ein kleiner Überblick über die ganzen Teile, die wir so produziert haben. Ne? Also besser gesagt, ich. Ne, mit dem Blech fing es an und dann die ganzen Versionen, die halt nicht so geil waren, bis man jetzt irgendwann an einem Teil ist, was halbwegs funktioniert. Ne? Also ab und zu kommt es auch mal vor. Oft schaffe ich es ja, dass es im ersten oder zweiten Versuch schon gleich passt. Ne? Jetzt ist hier zwar ein bisschen mehr Müll ergeben, aber mein Gott, das sind alles Teile, die hier so 20, 30 Gramm wiegen. Also das ist vom Filamentaufwand und vom Druckaufwand ist das vertretbar. Ne? Das sind ein paar Euro. Also das ist alles nicht so wild. Wenn man dann am Ende was hat, was dann wirklich funktioniert, was man dann vervielfältigt, dann ist ja auch der Ärger etwas kleiner, als wenn dann am Ende sechs Teile irgendwo sitzen und dann funktioniert keins davon. Ne? Also von daher war es das schon ein bisschen wert, dass man da mal ein bisschen länger gekämpft hat. Da denke ich mal, dass jetzt auch mechanisch halbwegs was Vernünftiges steht. Na ja, und dann in diesem Sinne soll der mechanische Teil dann auch erstmal abgehandelt sein. Also würde ich erstmal sagen, demnächst kommt dann Elektronik und dann noch ein bisschen die Software, um das Ganze einzubinden. Also machen wir hier erstmal Schluss. Dann wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag und tschüss.